Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich muss sagen, ich mag dieses komische Geräusch jetzt am Anfang der Runde nicht. Dieses, als wenn ich die Archivaufgaben ausklappe im Menü. Willkommen. Vielleicht seht ihr schon, was ich heute vorhabe. Ach, steht eigentlich auch im Titel. Tada! Ich habe keine Talente dabei, denn ich möchte gern den ersten Versuch der Naked Challenge starten. Und ich habe mir Steve ausgesucht. Zu Beginn. Ist einfach nirgendwo ein Gen. Was ist da los? Und da ich ja nichts dabei habe, also keine Talente, keine Gegenstände, keine Opfergaben, muss ich gucken, dass ich mir hier irgendwie wenigstens ein Medikit organisiere. Oh, sehr gut. Das reicht für einmal heilen. Du hast Dreck im Gesicht, Mac. Nee, das ist ein Legendary-Skin tatsächlich. Und wir spielen gegen Trickstar. Legendary-Skins sieht man nicht oft. Wenn es denn wenigstens auch nicht ercheatet ist. Legendary-Skins gab es ja nur zur Release des Spiels für 1-2 Monate. Und für jeden Charakter, den du prestigiert hast, also pro Prestige-Stufe, hast du ein so ein Skin-Teil bekommen. Das heißt, die Mac hat das Spiel zu Release gespielt. Wo ist der? Man ist so langsam gefühlt, wenn der einen mit seinen komischen Minimessern messert. Ich habe Leertaste gedrückt. Nur so nebenbei erwähnt. Du blendest den Türrahmen. Netter Versuch, Clodia. Mach den Gen lieber fertig. Das ist besser. Mach ihn doch fertig. Oh. Weiß auch nicht, warum die Verletzte mich retten kommen musste. Die andere saß unverletzt am Gen dort hinten in der Ecke da. Aber okay. Zumindest ist der Gen im Haus weg. Das ist cool, muss ich sagen. Das heißt, er muss dann zu den ganzen Gens immer laufen. Ein gutes Stück. Da oben ist Totem. Auf dem Hügel. Soll ich vielleicht heilen? Okay. Oh, weißt du. Wie lässt du mich dich nicht heilen? Ich dachte gerade noch, hat er mich jetzt ernsthaft nicht gesehen, aber. Doch. Er kämmt. Was ist das denn für eine
Art und Weise. Ich muss sagen, ich verstehe die Mates nicht so ganz. Die sehen, dass ich die ganze Zeit Treffer abbekomme. Und lassen sie jetzt dort hängen. Wow. Der hat die Kacke mit. Hier ist die Luke. Er hat auch ganz paar Hooks gemacht. Versucht er seine Depth-Challenge? Mac. So woanders hingehen? Vielleicht nicht hier am Tor? Mates, weißt du? Lasst euch doch jetzt lieber nicht verletzen, sondern rettet mich vom Haken. Ich hoffe, du hast genügend Zeit. Oh mein Gott. Hat sie nicht. Cool. Also ich muss sagen, die beiden Mags, die waren echt komisch. Die lassen erst den Mage sterben. Weil sie den Gen anmachen. Okay, kann man vielleicht irgendwie nachvollziehen. Aber die sehen, dass ich gejagt werde, weil ich Schaden bekomme. Und machen nichts. Also. Was? 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 Ja, das der Keller sagt. Was will die? Das ist eine von den Mags, die rausgekommen sind. Was soll... Camper, was? Okay. Ach, schade. Wäre schön gewesen, mit einem Erfolg in die Challenge zu starten. Aber jetzt hat es halt so angefangen. Also müssen wir Steve irgendwann nochmal versuchen. Ich bedanke mich trotzdem... Was? No one traded? Not my fault? Okay, das muss man jetzt aber auch... Naja. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Irgendwann gibt es auch den zweiten Versuch der Naked Challenge mit einem anderen Survivor. Wir gucken mal. Bis dahin. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bye bye. Adieu.